So, Manu, ich will keine rundenbasierten Kämpfe mehr. Nein. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Komm schon, schlag drauf. Hau ihm in die Fresse. Komm schon. Haben wir es bald. Bitte, bitte. Erfahrungspunkte jetzt. Ach, vorher nicht. Na super. Jetzt bekommt ihr es fürs Kämpfen EP und steigt zu neuen Stufen auf. Na super, dann hat sich das ja voll gelohnt. Vielleicht sollte ich meinen Kehlkopfgesang üben. Oh. Echt jetzt? Ich glaube, die waren so angeturnt von meinem Kehlkopfgesang, dass sie gar nicht anders konnten, als anzugreifen. Das wird's gewesen sein. Komm schon. Ja, Klinks Stufe hat sich erhöht. 2. Ja, Kairis auch. Lebensquelle. Etwas frisches Wasser heilt vielleicht eure Wunden. Ach, wie schön. Spiel speichern. Klar, wenn du mir das schon so anbietest. Alter. Ich erschrecke mich halt jedes Mal. Ich erschrecke mich einfach jedes Mal. Boah. Was ist denn das? Na super. Dann müssen wir sicher irgendein Rätsel oder so lösen. Ich will aus dieser gottverdammten Höhle raus. Mit diesen gottverdammten rundenbasierten Kämpfen. Ich will diese rundenbasierten Kämpfe nicht mehr. Irgendwo ist irgendetwas passiert. Okay, aber wo? Ja, das ist ja jetzt nicht so schwer. Irgendwann habe ich ganz laut geschrien. Komm, mach mal heilen. Ja. Danke. Mach es fertig. Ja, Stufe 3. Gondel catch them all. Wir müssen noch Pokebälle kaufen. Und die Viecher dann einfangen. Obwohl, so ein Ding will ich gar nicht haben. Die ist echt zu nichts zu gebrauchen, die Alte. Außer zum Heilen. Juhu, warte mal. Was ist denn das? Ist das der Kristall? Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Das ist doch immer so. Wow. Endgegner. Kefgas Geist. Der hier sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wacht er über... Oh, sorry. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Okay, das ist ein guter Plan. Ja, das ist einfach der einzige Plan, zu angreifen. Und du heilst uns mal bitte. Heilen. Angreifen. Boss-Animation. Und schon sieht er viel gefährlicher aus. Ach, wie schön. Angreifen. Ich dachte eben einfach, die greifen nicht an. Weil ich einfach keine Animation gesehen habe. Oh oh. Heil mal lieber, Liebelein. Du bist schon wieder fast tot. Nein, Phantomkonter. Nein. Angreifen. Und sie macht wieder heilen. Damit die Arme auch am Leben bleibt. Dass er immer das arme Mädchen angreift. Man schlägt keine Mädchen. Hast du das noch nicht gehört? Also wirklich. Man schlägt keine Mädchen. Wann ist der denn endlich mal Geschichte? Boom. Phantomkonter, boom. Phantomkonter, bam, ja. Magie, heil. Angreifen. Sorry, das ist gerade so ein bisschen repetitiv. Wann stirbt das Ding denn endlich? Aber na egal. Jetzt ist sie tot. Oh, doch nicht. Wow. Ja, endlich. Ja, Stufe 4. Ach, Halleluja. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Halleluja. Hoffentlich matscht der die brunnenbasierten Kämpfe weg. Freigeschaltet 3D-Modus. Ihr haltet eine komplette dritte Dimension. Alter. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich.
Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf droht, bekämpfen. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Noria-Mine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Also nicht nur Anspielungen auf Spiele, sondern auch insgesamt. Schön. Wo sind wir? Edeltal. Boah, guckt euch das mal an. Mensch. 16-Bit-Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter. Cool. Was haben wir hier? Animation. Herzen, ihr werdet nicht mal mit einem Schuss niedergestreckt. Wie angenehm. Boah, wir sind so solche Schlechter. Alles bringen wir einfach mal um. Hallo, bleib mal stehen. Puff, komm her. Komm her. Kommst du her zu mir? Hier, komm her. Oh. Das war aber nicht nett, ne? Nee, hier nicht. Ah, warte mal, können wir da lang vielleicht? Hier so? Yeah. Boah, Alter, wann habt ihr euch denn bitte vermehrt? Hat ja auch nichts zu tun, hä? Ja, noch eine Kiste. Gepixelte Texturen. So sieht alles der echten Welt ähnlicher. Ach, wie schön. Ach, guck mal an. Dimensionsstein passiert. War er schon immer so klein? Ihr seid wieder am Spielbeginn. So, ich gehe aber nochmal hier lang. Weil ich gucken will, ob man hier noch irgendwas findet. Bam. Bam. Oh ja, lass mich. Ihr seid so, ich habe keine Beleidigung für Fledermäuse. Habt ihr irgendwelche Beleidigungen für Fledermäuse? Ich bin zu unkreativ. Heute Abend bin ich zu unkreativ. Ach ja, genau. Dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Einmal kurz am Kinn kratzen. Blup. Ich finde, die sterben noch nicht theatralisch genug. Gespeichert. Da kommen wir noch nicht durch oder auch nie. Genau wie hier, ich will durch. Mann. Zum Schieben ist er auch zu schwach. Na gut, das sei ihm mal gewährt. Ist ja auch ein kleiner Junge. Bam, 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 bam. Ach, wie schön. 16-Bit-Muck. Oh, ich habe gerade gar nicht bemerkt, dass ich die Leertaste so festgehalten habe. Hier unten? Die Frage ist, irgendwo müssen wir doch weiterkommen. Aber immerhin keine scheiß rundenbasierten Kämpfe. Keine verkackten rundenbasierten Kämpfe mehr. Hier ist noch ein. Yeah. Freigeschaltet. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr euer Leben auffüllen könnt. Speichern. Habe ich nicht gesehen. Ich glaube, da war eins, ne? Cool. Kamerazoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Yeah, total episch. Bam, 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 bam. Hier ist nix. Das hat sich voll gelohnt. Dum, 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 dum. Hier irgendwas? Nö. Aber hier. Ah, das ist eine Truhe. Das ist eine Truhe. Ach, ich liebe Truhen. Bäm. Die Karte Wespe. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Coolio. Hier ist noch eine Truhe. Cool.